Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von der Minecraft Pocket Edition. Ihr seht, ich bin hier wieder in den Höhlen, ich bin hier wieder ein bisschen auf Jagd und versuche hier ein paar Dias zu sammeln. Ihr seht, ich habe 22 Dias, das Dia-Schwert habe ich immer noch und eine komplette Dia-Rüstung. Also mein Tag heute war gut hier im Server. Ich habe hier eine Menge gefunden und ja, ich bin jetzt gerade dabei, ein bisschen weiter zu suchen und ich dachte mir, falls ich gleich wieder welche finden sollte, das würde ich gerne aufnehmen und ich nehme euch mit auf meine Reise. Boah, sieht das hier krass aus. Krass mit dem Sandstein hier, das sieht echt heftig aus. Komm ich hier? Unbeschadet. Ich wurde so oft heute von Lava erwischt. Ich wollte mir eigentlich einen Wassereimer mitnehmen, aber Wassereimer ist gebannt. Man kann hier also keinen Wassereimer haben, sowohl auch Feuerzeuge. Feuerzeug habe ich auch schon mir gecraftet. Ja, manchmal klappt das hier mit dem Bauen nicht. Dann gehe ich aber mal so runter. Also es geht halt alles nicht so. Wassereimer, Feuerzeug und wahrscheinlich auch Lavaeimer mit Sicherheit, dann geht das auch nicht. Das hat man hier gesperrt. Feuerzeug kann ich verstehen, wegen, ne, soll ja nicht alles abgefackelt werden. Aber Wassereimer, gut, da kann man natürlich auch viel Scheiß mitmachen. Aber das hätte ich heute gut gebrauchen können, als ich glaube, zwei oder dreimal wurde ich heute von Lava erwischt und hatte immer noch bis zu ein, zwei Herzen. Und ich dachte mal kurz davor, ich wäre jetzt tot und das wäre fast die Hölle gewesen. Jedenfalls gerade, da war ich voll lang am Graben gewesen. Also war das voll lange. Ich glaube, innerhalb von einer halben Stunde habe ich circa 20 Dias gefunden. Ja, so viel habe ich gerade gefunden. Innerhalb von 20, 15 bis 20 Minuten ungefähr. So, jetzt gehen wir hier einmal hoch. Da habe ich gerade so viel Dias gefunden. Ich dachte gerade, ich raste aus, Junge. Das war ja ganz toll. Man muss ja echt ein bisschen vorsichtig sein. Gut, ich könnte, wenn ich jetzt hier irgendwo graben würde, ich würde mit Sicherheit jetzt auch noch Dias finden kurz, aber ich will mich erstmal hier einfach so in den Höhlen rumschauen, denn ich hatte nämlich auch schon das Glück, dass einfach oben irgendwie ein Dia war. Vorhin war ich am Graben, bin an, zum Beispiel, ihr könnt euch vorstellen, hier lagen gerade Dias, ich bin einfach vorbeigelaufen, habe hier gegraben, habe ein paar Dias gefunden, habe dann aber so die Idee gehabt, vielleicht laufe ich mal zurück, bin zurückgelaufen. Und habe dann die Dias entdeckt. Ich hätte die fast liegen lassen. Zudem auch gerade habe ich mir ein Loch gegraben. So ein 2x2 mache ich meistens. Und ihr könnt euch vorstellen, habe hier ein Dings erwischt. Habe dann einfach mal hier so gegraben. Und habe die Dias dann halt so natürlich mitgenommen. Wollte dann aber vorne so einfach weiter graben. Bis ich dann auf die Idee kam, vielleicht mache ich das hier auch nochmal weg. Ja, und dann habe ich direkt dahinter auch nochmal Dias gefunden. Also Dia-mäßig heute war echt der Hammer. Und vielleicht habe ich das Glück und in der Aufnahme finde ich gleich auch noch welche. Nur hier mit dem Sandstein. Ich bin da eher so ein bisschen, bin da nicht ganz so optimistisch, ob man jetzt hier irgendwie was findet. Aber Sandstein kann man schnell abbauen. Das Ding ist natürlich, Inventar wird auch immer schnell voll. Aber egal. Und irgendwann mache ich auch mal eine PvP-Runde hier auf dem Server. Das werde ich dann machen, auch aufnehmen natürlich. Nur jetzt momentan, ich will mich halt echt ein bisschen vorbereiten. Privat habe ich jetzt auch schon ein paar Mal PvP gespielt, nur das war irgendwie immer voll fies. Letztens da war so ein Mädel gewesen, die hatte keine Rüstung, gar nichts. Ich gehe rein, hause um, hau wieder ab. Irgendwie habe ich mich mies gefühlt. Ich habe sie dann versucht ausfindig zu machen. Wollt ihr dann, sie hatte nämlich so ein Stück Fleisch dabei halt. Wollte ich ihr wiedergeben und dazu wollte ich auch gerne noch ein Dia. Als kleine Entschädigung wiedergeben, weil ich denke mir so, ich mit fetter Dio-Rüstung mache dann die Platz, die keine Rüstung, keine Waffen, gar nichts hat. Da wollte ich ihr das gerne wiedergeben, aber die waren dann schon längst ausgelockt und ich habe sie bis jetzt auch nicht mehr wiedergefunden. Ich habe ihren Namen auch leider vergessen. Deswegen ist es jetzt halt so, wie es ist, aber wenn man schon so im PvP-Raum rumsteht, dann braucht man sich nicht wundern. Ich meine, das kann immer sein, dass da so einer wie ich hier reinkommt, so voll mit Rüstung und alles Mögliche. Ja, ihr wisst schon. Ja, manchmal ruckelt das hier ein bisschen. Das ist nicht die Aufnahme oder sonst was. Das ist der Server, der ruckelt halt hin und wieder mal. Schreiben auch manchmal welche im Chat. Wahrscheinlich, weil der Server ist momentan echt immer voll überlastet. Der ist immer voll. Manchmal muss ich selber darum kämpfen, dass ich hier mal reinkomme. Dann warte ich manchmal irgendwie 5 bis 10 Minuten, dann komme ich auch wieder rein. So, hier ist jetzt Stein. Stein ist immer gut. Werden gleich bestimmt die nächste Höhle finden. Boah Gott, das ist jetzt wirklich ein bisschen ruckelig. So, machen wir hier. Ja, meine Fackeln gehen auch lang so zur Neige. Ich glaube, ich habe auch schon das. Ich habe das Gefühl, ich habe die. Oh, hier ist auch schon wieder eine Höhle. Ich habe die ganze Map hier schon abgegrast, habe ich so das Gefühl. Jetzt mich. Ist das eine neue Höhle?
Oder ist es einfach dieselbe Höhle? Er sieht nach einer anderen Höhle aus. Ich glaube, ich bezweifle erst, dass wir hier jetzt irgendwie Dias finden. Besonders mit dem ganzen Sandstein hier. Sieht aber echt geil aus, muss ich sagen. Ich bin am Überlegen, ob wir jetzt mal ein bisschen tiefer gehen. Ich glaube schon. So, einmal hier runter. Upsa. Ah, leckert hier ein bisschen. Ja, aber der Server, der macht echt süchtig. Freebuild ist jetzt mo eigentlich momentan hänge ich nur noch im Freebuild rum. Aber es macht ja auch Spaß, ne? Weil die meisten Server, auf die ich gespielt habe, da konnte man nicht in Ruhe irgendwie, weiß ich nicht, bauen oder sonst was. Das finde ich hier ganz cool. Oder abbauen. Weil die meisten verdienen sich natürlich ihre Sachen hier im Freebuild. Weil viele andere Server, die ich gesehen habe, da musste man das meiste immer kaufen. Zum Beispiel Dias musste man mit Echtgeld kaufen oder sonst was. Und solche, diese Server fand ich immer voll behindert. Das ist, ich weiß nicht, das hat so ein bisschen den Spielspaß dann halt zerstört. Fand ich nicht so cool. So, jetzt können wir hier runter. Ohne großartig Schaden zu nehmen. Dias sind jetzt hier aber keine, glaube ich. Nee, Eisen habe ich mehr als genug. Ihr seht auch, mein Inventar ist auch ganz schön voll schon. Aber zwei hat sie, es ist echt da mal. Lass ich aber mal liegen, weil Inventar ist eh voll. Bin ich ein bisschen zu tief vielleicht? Wir graben uns mal hier einfach mal hier. Oh, kurz Nase jucken. Ich hab die Dias hab ich gern. Dam, dam, ich hab die Dias hab ich gern. La la la. Ich brauche Dias, denn Dias hab ich gern. La la la. Denn ich ja liebe Dias, Dias hab ich gern. Dam, da, dam. So, ich sehe gleich. Ja, ich warte mal, bis ich ein Fleischdings da oben noch habe. Dann hole ich mir mal erst was zu essen. Weil das spart so ein bisschen Essen. Nur im Shop, da kann man sich ja ganz günstig wieder neues Essen holen. Ich habe ja auch noch 7 Fleisch, wie ihr da unten seht. Deswegen, es passt, es passt. Ja, ich hatte ja. Was hatte ich? 14? Nein! Nein! Oh, Heiliger! Digga, das ist mir gerade abgestürzt, ne? Was? Ey, boah! Huh. Ich hatte jetzt gerade einen Herzinfarkt, Junge! Boah, mach das nicht mit mir! Ich schwör's dir! Hör auf! So, mein Passwort habe ich natürlich jetzt ausgeblendet. Oh, ich habe meine ganzen Sachen noch. Alter, habe ich jetzt einen Herzinfarkt bekommen. Ich schwöre, ich werde so ausgerastet. Ich hätte nie wieder den Server gespielt, Junge. Nie wieder. Boah, hatte ich jetzt einen Herzinfarkt. Ich schwör's dir. Boah, vielleicht mache ich kurz Schwarzbild dann rein und dann hört ihr vielleicht kurz meine Reaktion oder ich schneid's raus, mal gucken. Oh ne, Junge. Das ist hier aber auch relativ im Ruck. Ich habe keinen Bock, dass wieder abstürzen und dann wirklich meine Sachen weg sind, ne? Aber normalerweise würde ich mich jetzt zum Beispiel hier einfach, würde ich jetzt hier hingehen und speichern und beenden drücken, dann wäre, wenn ich mich wieder einlogge, meine Sachen weg. Das ist mir schon ein paar Mal aufgefallen. Also logge ich mich immer bei der Lobby aus und da habe ich mich jetzt gerade echt, boah, Digga. Pff. Ich schwöre, mein Herz ist gerade in die Hose gerutscht. Noch tiefer sogar. Richtig fett im Arsch rein. Gott. Ja, die Axt war verbraucht und auf einmal ist gerade das Spiel abgestürzt. Ey, ich kriege Herzinfarkt, Alter. Hör auf damit. Mach das nicht, Alter. Puh. Mir ist es gerade warm geworden. Auch ums Herz. Boah, ich habe echt ein bisschen Schiss, jetzt hier weiterzumachen, weil es echt, es ruckelt halt so. Ich habe Angst, dass es wirklich jetzt gleich abstürzt und nochmal abstürzt und dann wirklich meine Sachen weg. Das wäre jetzt nicht so feierlich. Ich wette mit euch, jetzt wo ich aufnehme, werde ich bestimmt keinen Dias finden. Ist auch immer so, wenn man aufnimmt, findet man keine. Privat findet man dann unendlich viele. Ich schwöre, also Jump and Runs würde ich nicht so gut hinkriegen, glaube ich.
Ach so, deswegen geht das nicht. Weil ich drücke hier gerade zweimal, damit normalerweise rennt man, aber der rennt hier gerade gar nicht. Alles klar. Schon gewundert. Kohle. Aber ohne Kohle ist ja auch nichts los. Es gibt übrigens auch Minecraft-Musik, das mir erst später aufgefallen ist, die man sich runterladen kann. Dann ist die ganz normale Minecraft-Musik, die man aus dem PC halt auch schon kennt. Die ist dann im Hintergrund. Für die Leute, die es nicht wissen, so als kleiner Funfact nebenbei. Ja. Ne, die hast du jetzt hier aber gerade keine. Also müssen wir weitergraben. Es tut mir leid, meine Freunde. Ich werde aber die Aufnahme erst beenden, sobald ich mindestens ein Dia gefunden habe. Mit euch zusammen. Weil ihr meine Stärkung seid. Ich brauche kurz neue Fackeln, weil ihr seht ja, ich habe mehr als genug Kohle. Dann machen wir uns mal kurz eben. Mal ein bisschen langsam. So. Dankeschön. Ich muss ja überlegen, welche Richtung grabe ich jetzt mal. Und welcher Tiefe. Naja, da gerade Caps-Probleme. Jeder schreibt hier mit Caps, also das heißt ja nur in Großschrift. Und der Admin hat hier, der Co-Admin, der hat hier auch schon ein paar Mal geschrieben, bitte Caps aus, er hat nicht drauf gehört. Und dann gab es gerade hier ein bisschen Beef. Aber ich glaube, es hat sich jetzt auch ein bisschen geregelt. Jetzt haben wir noch ein bisschen tiefer. Ich glaube, ja, nicht in die Richtung, sonst landen wir wieder in die alte Höhle. Wir machen von hier aus. Ups, einmal hoch hier. Kriege hier gerade 1000 Nachrichten noch von YouTube. Achso, Gronkh hat gerade Video hochgeladen. Alles klar. Kann ich hier nebenbei in meinem Tablet nachsehen. Sehen. The Forest und Live in the Woods. Ich wollte mir letztens, wenn wir schon mal im Thema Gronkh gerade sind, oder bei dem Namen Gronkh, ich wollte mir letztens die ganzen Minecraft-Let's Plays wieder angucken, weil so Nostalgie pur, das, ja, boah, das war so, so schöne Zeit. Nur dann habe ich gesehen, ab Folge 700 irgendwas, da sind dann voll viele Videos gelöscht und das hat für mich dann keinen Sinn, das noch nachzugucken, weil sonst verpasse ich es. Ich werde so oder so viel verpassen. Dann habe ich keinen Bock, das nochmal nachzuholen. Denn das Ding ist, ab Folge 900 ungefähr habe ich Minecraft damals gar nicht mehr weitergeguckt. Und ja. Okay, Höhle. Dias! Dias! Diamantos! Jetzt schnell machen, weil ich habe immer Angst, dass andere kommen. Obwohl, ich bin so weit jetzt vom Spawn weg. Also. So schnell wieder keiner. Ich höre hier Lava. Das Ding ist auch, das kann ich auch nochmal kurz erwähnen. Wenn ich irgendwo Lava finde, die ist unflüssig, sag ich jetzt mal so. Die, wie soll ich das sagen? Wenn ich zum Beispiel mich jetzt hier irgendwie rumgrabe und dann auf einmal vor mir ist Lava, das ist nicht flüssig, es läuft nicht zu mir hin, sondern es bleibt einfach standhaft. Da ist schon mal die Gefahr dann weniger, dass man verbrennt oder so. Das finde ich ganz cool eigentlich. So, ich hatte jetzt 22, jetzt habe ich 25. Boah, Hammer, ey. Cool, habe ich die erst mit euch zusammengefunden. Das ist das Ding halt, man muss echt graben, graben, graben. Man findet nachher Zeit auf jeden Fall Dias. Deswegen, hier waren vorhin viele im Chat, die immer geschrieben haben, was ist das denn hier? Die immer geschrieben haben, hat jemand noch Dias, bla bla bla. Da wollte ich erst schreiben, such doch selber. Digga, das kommt mir hier bekannt vor. War ich hier schon gewesen? Ich werde mal kurz als Symbol so eine Fackel hier setzen, damit ich weiß, dass ich hier. Weil ich will gleich nochmal zurück. Tatsache. Das war ich. Hier war ich gestern gewesen. Ach, Lava, habe ich das hier wieder gefunden? Und ich komme nicht auf die Idee, da hinten reinzugehen. Dann hätte ich ja gestern auch schon Dias gefunden. Das habe ich nämlich gestern gemacht, weil nämlich da oben, ungefähr irgendwo hier oben, waren Dias gewesen und ich kam von hinten raus. Also wir müssten in der Nähe des Spawns wieder sein. Also ich bin eine riesige Runde gelaufen.
Ja, genau, da habe ich mich dann reingegraben nochmal. Also entweder, oder ich kam von da. Weiß ich gerade nicht, von welcher Richtung ich nochmal kam. Es kann auch sein, dass ich von da kam. Und hier die Dias waren. Aber dass man das hier so wiederfindet, ist echt Hammer. Auch gestern, war ja vorgestern hier auch noch am Server, da hatte ich auch gespielt. Und dann hatte ich eine Höhle gefunden. Dort waren auch Dias. Aber das Spiel sag ich schon, aber mein Handy ist ausgegangen, weil mein Akku alle war. Dann habe ich so gedacht, Scheiße und fick dich und alles Mögliche und so, ihr kennt das ja. Jedenfalls, dann habe ich irgendwann nochmal, habe ich gestern nochmal rumgespielt und dann habe ich glücklicherweise die Höhle wiedergefunden, wo die Dias nochmal waren und dann habe ich mir die Dias schnell mitgeschnappt. Ah ne, in die Richtung, das ist ja idiotisch, wenn ich da gehe. Ich guck mal, in welche Richtung ich mal gehe. Aber cool, habe ich jetzt gerade wieder Dias gefunden. Was habe ich jetzt nochmal? 25? Ups. 27 sogar. Hä, ich hatte 25, ich habe doch nur einen Block. Oder habe ich zwei Blöcke gerade gefunden? Keine Ahnung. Ist mir auch egal. Ich habe Dias, Hauptsache. Ja, ich bin. Warte mal, wo? Hör auf. Hier kam. Ja, das würde keinen Sinn ergeben, wenn ich da grabe, dann komme ich ja wieder in die Höhle da raus. Wir graben uns mal in die Richtung. Essen geht noch. Warten wir noch ein bisschen mit. Gut, ich könnte mir jetzt noch eine Dia-Spitzhacke machen, aber ich bin da ein bisschen geizig für. So, gehen wir mal einfach in die Richtung weiterhin. So, und dann auch schon wieder die nächste Höhle. Ich weiß nicht, ob das vielleicht eine Höhle ist, wo wir schon mal waren. Nee, hier waren wir noch nicht, aber hier sind jetzt auch keine Dias so groß. Oh. Ich höre hier doch die ganze Zeit Lava, Mann. Da ist die Lava. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich grab mich immer mehr höher als tiefer. Siehst du, das meinte ich nämlich. Die Lava, die läuft halt nicht. Die bleibt nämlich so einfach. Das ist nämlich ganz praktisch eigentlich. Das finde ich ganz cool gemacht hier bei dem Server. So, wir graben jetzt einfach mal in die Richtung weiter. Ich gucke lieber nochmal, ob hier irgendwie oben. Weil ich habe nämlich jetzt schon. Ich habe heute ein paar Mal schon nochmal übersehen, gerne mal. Deswegen. Ah, ne, dieses blaue Laplu-Zeug. Ich hasse dieses Zeug. Oh! Ich liebe dieses Zeug. Ich wollte nämlich gerade nämlich in die Richtung weitergraben und dieses Zeug hier einfach übersehen, Alter. Ah, oh, Digga, Digga, ich kriege hier voll den Orgasmus heute. Also dieser Server hier verpasst mir heute richtigen Orgasmus. Ich schwör's dir. Also hier diamantentechnisch, echt Hammer. Nur falls ihr auf dem Server joinen solltet und halt nach Dias suchen solltet, ich würde euch auf jeden Fall empfehlen, nicht direkt am Spawn irgendwie zu suchen, weil da ist das meiste schon abgegrasen. Abgegrasen. Ich würde an eurer Stelle dann richtig weit, 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 weit weglaufen erstmal. Irgendwie ganz, ganz weit weg vom Spawn. Im Pre-Build halt der Spawn. Und dann erst runtergraben. Weil dann habt ihr nämlich bessere Chancen, weil dann auch, da waren auch weniger Menschen, beziehungsweise hier Spieler, und die haben auch, das ist weniger abgegrasen, so wie ihr hier auch seht. Ne? Hier sind weniger Höhlen, wie heißt das, weniger Gänge von anderen Spielern oder so. Wie jetzt bei der letzten Folge, ich weiß nicht, ob ihr das da gesehen habt, das war nämlich viel schon abgegrasen, auch von anderen Spielern. Da war, das hat, deswegen, ihr wisst schon. Wie viele Diamanten haben wir jetzt eigentlich? Boah, 30, Junge. Ich meine, ich bin's. Ich finde 30 Diamanten. Oh Mann. Meine Spitzhacke ist gleich alle. Ja, sie ist alle. Ich möchte hier irgendwie gar nicht mehr weg. Ich möchte am liebsten ewig weitermachen. Habe ich noch einen? Nee, habe ich keine mehr. Dann gehe ich in eine kurzere Lobby.
Perfektiko. So. Ha, 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 ha. Jesus? Nee, sah Gott so aus, als heißt er Jesus. Okay. Hey, Baby. Ein Baby. So, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Das war wieder eine weitere Folge hier im Dokia Craft Server. Bis zur nächsten Folge. Beziehungsweise zum nächsten Video auf meinem Kanal. Das ist auch geil.